Ja, eigentlich ist es so, dass es auch einen Untertitel gibt zu unserer Reihe, zu dieser Quartett-Reihe. Also das ist sozusagen auch nicht unbedingt ein Untertitel, sondern das ist so irgendwie ein Satz in unserem Kurztext. Wir haben uns da natürlich auch, wie überhaupt dieses Format, an diese Talkshows angelehnt. Und das hier würde dann heißen Zirbenschnaps oder Fruchtsaft quasi. Also da gab es ja diese nette Lightshow seinerzeit und eben in Erinnerung an das. Aufgrund eines kleinen Missverständnisses haben wir leider heute weder Zirbenschnaps noch Fruchtsaft schon hinten, aber hier nicht heute, sonst hätte ich euch gerne sowas gekredenzt, aber heute geht es nicht und eben, ich zittere jetzt schon, wurde gesagt. Gut, das ist so das eine. Das andere ist, ich darf nicht vergessen, weil sonst vergesse ich es am Ende, wir haben hinten auch einen Büchertisch, da möchte ich der Buchhandlung Buchinsel herzlich danken für das Bereitstellen dieses Büchertisches. Ich habe sogar selbst jetzt ein Buch dort gleich erworben. Ein tolles Sortiment, vielen Dank. Ich möchte, dazu muss ich auch noch eine Kleinigkeit sagen, jetzt einen Roman vorstellen. Bei mir ist es so, ich bin quasi der Reich Ranicki dieses Format. Und das heißt, ich muss jedes Mal moderieren und ich muss jedes Mal auch ein Buch vorstellen. Ich bin aber gleichzeitig ein Einspringer, weil wir haben gesagt, das sind diese vier Sparten und genau die Sparte, die nicht besetzt ist, übernehme ich. Weil es ein bisschen kurzfristig ist, kann ich natürlich nicht jedes Mal etwas Neues lesen. Also mache ich es so, dass ich manchmal muss ich das machen. Jetzt vor allem eben wird es so sein. Dieses Buch habe ich eigentlich vor 2 Jahren gelesen. Das heißt, es kann sein, dass manche Details doch nicht so ganz genau sind, wenn ich sie wiedergebe. Aber ich versuche es dennoch im Großen und Ganzen. Ich habe natürlich jetzt das Buch wieder in die Hand genommen in den letzten Tagen und quer gelesen. Aber empfehlen möchte ich das Buch gleich am Anfang. Es ist das Buch von Antonio Pennacchi, Canale Mussolini, ein Roman, erschienen im Piper Verlag. Diese Ausgabe, das Buch ist 2010 erschienen auf Italienisch, wunderschön übertragen ins Deutsche von Barbara Kleiner. Sie hat auch einen Preis bekommen für diese Übersetzung. Und 2013 ist diese Ausgabe erschienen. Im Hansa ist die erste Ausgabe gewesen, 2012, die erste deutschsprachige Ausgabe. Ja, zum Autor ein paar Sätze, Jahrgang 1950, aus Latina in der Pontinischen Ebene. Dort spielt auch ein Großteil dieses Buches, das heißt, es ist schon autobiografisch gefärbt, das Ganze. Das Buch handelt ja von der Urbarmachung dieser Pontinischen Ebene, die dann Sumpfebene war, tatsächlich bis in die 30er Jahre hinein. Das muss man sich so vorstellen, das ist in dem Buch nicht unwichtig. Italien hatte ja eine ganz, ganz große Sumpfregion in der Zeit zwischen des Römischen Reiches und der 1930er Jahre. Also es war ein Riesengebiet, Malaria verseucht und eigentlich unbewohnbar. Und auch sozusagen konnte man auch keine Agrarkultur etc. betreiben. Und in diesem Buch, Canale Mussolini, ist ja auch der Name dieses Großprojektes sozusagen, der Trockenlegung dieser Ebene. Gut, zurück zum Autor. Pennacchi war Schichtarbeiter. Er ist dort aufgewachsen. Seine Familie ist sozusagen wegen der Trockenlegung, wegen dieses Programms dorthin übersiedelt. Und er war Schichtarbeiter, begann erst 1982 zu schreiben, das heißt mit 32 Jahren. Und war immer politisch aktiv. Er war zuerst ein Rechter, ein wirklicher Rechter. Und dann ist er Maoist geworden. Später, das ist eher links, also für alle, die nicht wissen, was das ist heutzutage.
Und dann hat er sogar kandidiert bei irgendwelchen, ich glaube, Regionalwahlen, da weiß ich nicht mehr ganz genau. Jedenfalls bei der Sozialdemokratischen Partei. Und das Buch, dieses Buch ist nicht sein erstes Buch, bekam aber den wichtigsten italienischen Literaturpreis, den Premio Strega. Das Buch erzählt die Geschichte einer Bauernfamilie, drei Generationen. Diese Bauernfamilie wurde am Ende der 1920er Jahre, also 1928, 1929, im Rahmen dieses kurz erwähnten Regierungsprogramms vom Nordosten in den Süden Italiens gezogen ist oder zieht. Mit anderen Siedlerfamilien sollen diese Leute, die heißen Peruzzi, in diesem Agropontino, in diesem Bereich eben ein Entwässerungssystem mit einem großen Kanal, Canale Mussolini eben genannt, ausheben, helfen. Und das ist ein Prestigeprojekt des faschistischen Regimes. Es geht eben um die Trockenlegung dieser Sumpflandschaft. Es soll neuer Agrarboden geschaffen werden. Und diese verseuchte, unbewohnbare Region soll besiedelt werden. Darum geht es. Es ist aber natürlich vor allem ein Programm zur Arbeitsbeschaffung. Es gab vor allem in Norditalien ziemlich viele Familien, die als Halbpächter von Großgrundbesitzern eigentlich ziemlich schlimm ausgebeutet wurden. Die hatten nichts, galten aber doch letztendlich als Pächter. Also so, sie hatten quasi eigenen Grund, obwohl nicht ganz. Also die haben ein elendliches Leben dort geführt, und die ganz auch falsche Wirtschaftspolitik der Faschisten hat auch dazu geführt, dass auch das Geld, das sie besaßen, und auch der Boden überhaupt keinen Wert mehr besaß irgendwann mal, und sie mussten weg. Und dazu hat eben die Regierung dieses Arbeitsbeschaffungsprogramm entworfen. Arme Familien, vor allem eben Norditaliens, sollten in den Süden kommen und eben dort arbeiten. Und auch Kriegsveteranen, von denen es in verschiedenen Formen gab. Also im Ersten Weltkrieg, dann eben später, also auch Leute, die zum Beispiel im Abessinischen Krieg, im sogenannten, dabei waren, etc., die haben dort alle gearbeitet und hatten eine Beschäftigung. Dieser Roman ist aber auch, man könnte sagen, die Geschichte des Faschismus. Vor allem deswegen, weil hier auch diese Geschichte eines politischen Wandels erzählt wird. Es ist auch Mussolini bekannterweise ein Sozialist gewesen am Anfang, und hat dann nach verschiedenen Stationen diese faschistische Bewegung aufgebaut. Und in den Faschos haben sie sich dann organisiert, und dann ist daraus sozusagen der italienische Faschismus geworden. Und das ist so ein bisschen auch hier, die sozialistischen Männer der Familie Peruzzi, am Anfang sind sie sozialistisch. Der Opa der Familie sitzt sogar gemeinsam mit einem sehr wichtigen Faschisten im Gefängnis. Mussolini ist auch dabei. Mussolini ist ein Freund des Hauses, kommt und flirtet mit der Oma ein bisschen sogar. Und daraufhin ärgert sich der Opa sehr, nachdem der Mussolini weg ist, damals ein junger Mann, der zu ihnen kommt und in der Küche hilft und so irgendwas repariert und so weiter. Und dann eben gibt es so ein bisschen so ein Augenflirt mit der Oma, und dann schimpft eben der Opa die Oma und sagt: Du dreckige Hure. Das ist so etwas, was immer wieder in dem Buch dann vorkommt. Die Familie bildet dann bald die ersten, sozusagen, also die Männer vor allem, bilden dann sind die ersten Mitglieder dieser Schlägertrupps und der Mördertrupps der Mussolini-Bewegung. Das heißt, die ganze Familiengeschichte ist eng verflochten mit dem Aufstieg des Faschismus in Italien. Das wird erzählt. Wir haben in dem Buch einen Ich-Erzähler, der aber so eher einer bestimmten Person oder einer Gruppe von Personen etwas erzählt. Ein bisschen erinnert das an diesen Erzähler, den es bei Wolf Haas gibt, bei seinen
Krimi-Romanen, bei diesen früheren, wo man auch lange nicht gewusst hat, wer ist denn dieser Erzähler. Erst später erfährt man es, wo man gedacht hat, die Romane werden dann nicht mehr weitergeführt. Hier erfahren wir erst auf der letzten Seite, wer dieser Erzähler ist. Das ist auch interessant. Es ist einer, der so wirklich auch nicht unähnlich diesem Erzähler von Wolf Haas, so einfach dahin plaudert, im Original sogar in Mundart. Und das ist sehr schön übertragen, also so mit Redensarten und so weiter, also Redewendungen und so. Das ist eine schöne Übersetzung deswegen. Jedenfalls erfahren wir auf der letzten Seite, wer der Erzähler ist. Er ist auch, so viel sage ich, sonst lasse ich es halt ein bisschen offen, das ist auch schön, sich das Buch zu kaufen und bis zur letzten Seite zu lesen auf jeden Fall. Er schließt seinen Bericht mit dem Ende des Faschismus in Italien ab. Und es bleibt aber so ein bisschen die Frage noch im Hinterkopf, ist es wirklich das Ende? Weil dieser Erzähler heute lebt und heute erzählt, aber das ist so ein Blick auf den Faschismus, dass man denkt, das Ganze ist noch nicht abgeschlossen, so ein bisschen. Das Buch ist überhaupt auf den ersten Blick so ein Generationenroman, sehr episch auch, sehr humorvoll, chronologisch, ein bisschen sprunghaft, so in diesem Plauderton geschrieben. Der Erzähler umgeht ein bisschen so diese bösen Aspekte der politischen Vergangenheit, erinnert ein bisschen so an den Herrn Karl, wie er da eben auch so redet, ja, wie schön es damals war und diese Augen und so weiter. Also sehr ähnlich, so im Tonfall. Manchmal ist es aber so, dass die grauenvollsten Taten detailgenau erzählt werden, auch Gewaltszenen, aber das klingt alles dann so dermaßen zynisch. Es klingt dann alles so dermaßen, da verharmlost alles der Erzähler. Ja, was hätten wir tun sollen? Wie hätten wir es denn sonst tun sollen? Oder aber ganz große politische Entscheidungen werden so erzählt wie, ja, dann kam da Mussolini und sagte, ja, Mann, was soll ich jetzt tun? Soll ich euch jetzt das Ganze schenken? Nein. Darum, also so, das heißt, so große politische Entscheidungen, sehr wichtige politische Ereignisse werden auch so in einem Alltagsjargon, in einer Alltagssprache wiedergegeben, fiktiv natürlich, sodass dieser Tonfall der scheinbaren Banalität sozusagen, neben des Bösen, hörbar wird oder sichtbar wird sogar. Ich werde dann ein paar Szenen vorlesen, ein paar kleine Abschnitte vorlesen, zitieren. Vielleicht aber nur ganz kurz, warum dieses Buch, das natürlich sehr politisch ist, für die politische Bildung heute so interessant ist. Wie gesagt, ich habe das Buch vor 2 Jahren gelesen, wurde mir empfohlen, ich habe gesagt, interessant, ich lese es. Und ich habe dann sofort gemerkt, das ist ein Buch, das man sozusagen für die politische Bildung unbedingt in irgendeiner Form fruchtbar machen soll, weil also im Klappentext heißt es, warum war Mussolini so beliebt? Das ist so die erste Frage, der erste Satz hier. Und das ist tatsächlich ein Versuch, das auch verständlich zu machen. Hier geht es natürlich um diese Frage, die vor allem eben in der Hegemonietheorie so wichtig ist, nämlich, wie kommt es dazu oder wie konnte der Faschismus überhaupt in Italien, das ist diese Frage, die Gramsci stellt, wie konnte der Faschismus in Italien sich durchsetzen? Es war die Zeit der großen Revolutionen, wie ist es, was ist da passiert, dass es nicht die Sozialisten waren, nicht die Kommunisten waren, sondern gerade die Faschisten, was ist da passiert? Und das ist wahrscheinlich eine Antwort, eine literarische Antwort auf diese schwerwiegende Frage. Und das Ungewöhnliche in dieser Erzählung ist wahrscheinlich die Perspektive, nämlich das Ganze wird aus der Innenperspektive dieser Bewegung erzählt, der Basis erzählt. Und man muss sagen, das ist kein Versuch, den Faschismus dadurch sympathischer zu machen, sondern verständlicher. Also verständlich nicht im Sinne von, wir verstehen, also nicht Faschismusversteherinnen sozusagen zu erzeugen, sondern es geht darum, diese Frage zu beantworten, wie konnte diese Bewegung an die Macht kommen, wie konnte diese Bewegung, es ist auch vor allem natürlich auch sozialistische Arbeiterinnen und Arbeiter rekrutieren
Und diese Frage kann man natürlich auch für Deutschland stellen, für den Nationalsozialismus. Aber hier wird es durch diese etwas folkloristisch klingende, etwas, ja, wie soll man es nennen, volkstümlich klingende Innensprache, also diese Sprache, diese Innenperspektive, wie gesagt, doch vielleicht verständlicher. Wir lernen die Motive und den Alltag dieser Träger und Trägerinnen des faschistischen Systems kennen. Das sind aber Menschen, die zum Teil oder zum Großteil ideologiefrei sind, unter Anführungszeichen. Also so sieht man es. Was ist das? Jetzt interessiert es überhaupt nichts eigentlich, was große Ideen etc. anbelangt, sondern es geht ihnen nur darum, in bestimmten Momenten Partei zu ergreifen. Bin ich jetzt für die oder für die? Bin ich jetzt eigentlich dafür, dass man jetzt auch, dass die Halbpächter Leute beschäftigen, zusätzlich, damit die auch nach dem Krieg vor allem eben zu Geld kommen, oder soll man das nicht tun? Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Das ist die Frage, die zwischen den Faschisten und Sozialisten beispielsweise eine sehr, sehr große Grenzlinie bildet damals. Also diese Dinge, man lernt auch so ein bisschen historische Details kennen, die eine sehr wesentliche Rolle dabei gespielt haben, warum gerade also die Faschisten in Italien die Macht ergreifen konnten. Aber diese Welt der Sympathisanten macht uns vielleicht auch ein bisschen mit der anderen Seite dieses Ideologiebegriffs bekannt. Denn ich glaube, dass das Buch wirklich besser als viele so politiktheoretische Studien aufzeigen kann, wie diese Richtung der kulturellen Hegemonie möglich war in Italien. Wie konnten das die Faschisten errichten? Und man könnte sogar, wenn man einen Schritt weiter geht, die Frage stellen, kann es heute ähnlichen Bewegungen gelingen oder nicht? Das ist tatsächlich eine sehr pulsierende noch Frage, würde ich sagen. Und diese Frage wird tatsächlich durch diese Erzählweise auch uns näher gebracht, glaube ich. Mir sind einige Beispiele eingefallen dazu, zum Beispiel dieses Bauprojekt, das große Bauprojekt. Das ist sehr interessant, sich anzuschauen dann, dass eigentlich fast alle hegemonialen so Projekte, sage ich jetzt ganz salopp, gleichzeitig mit Bauprojekten, mit großen Bauprojekten verbunden waren. Das ist sehr interessant, weil es beschäftigungspolitisch etwas mit sich bringt. Es sind symbolträchtige Großbauten. Es gibt sehr viel politisch-ästhetisches sozusagen her und funktioniert oder fungiert wie ein Kitt, wie das eben Gramsci auch sagt, ein ideologischer Kitt. Und das sind so nicht unwichtige Fragen wahrscheinlich. Ja, also soweit das Buch, das ich, wie gesagt, eigentlich empfehlen möchte und Ihnen euch sehr ans Herz legen möchte. Ich will einige kurze Szenen oder Teile vorlesen, die ein bisschen vielleicht über die Sprache eben Auskunft geben sollen und ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so Lust machen sollen für die eigene Lektüre und auch die Dinge, die ich hier erwähnt habe, vielleicht ein bisschen belegen sollen. Das ist sogar sofort der erste Satz des Buches, der Hunger. Der Hunger war es, weshalb wir hierher gekommen sind. Warum denn sonst? Wäre der Hunger nicht gewesen, wir wären dort geblieben. Das war unser Zuhause. Ferrera, also die Gegend ist es dort, und sie fahren eben in den Süden. Das war unser Zuhause. Warum sollten wir hierher kommen? Dort waren wir schon seit jeher und dort waren alle unsere Verwandten. Wir kannten jeden Winkel des Orts und jeden Gedanken unserer Nachbarn, jede Pflanze, jeden Kanal. Was hätte uns dazu bringen sollen, hierher zu kommen? Man hat uns verjagt, was sonst? Mit dem Besenstiel. Der Graf Zorzi Villa. Er hat uns ausgeraubt, hat uns alles weggenommen, unser Vieh, die Kälber, die Kühe mit so prallen Eutern. Sie haben ja keine Vorstellung, wie viel Milch die gaben. Mit einem einzigen Spritzer machten die den Eimer voll. Man hatte kaum die Zeit, sich auf den Schemel zu setzen
Um das Euter ein bisschen zu streichen, rührte man dann bloß an die Zitze. Da ging auch schon ein Strahl los, dass der Eimer gleich voll war. Man musste ihn gut zwischen den Beinen festhalten, damit er nicht umkippte. Was? Sie lachen? Sie glauben das nicht? Das hätte ich Ihnen aber zeigen wollen. Und die Ochsen? Wir hatten da gewisse Ochsen. Wenn die im Gespann den Pflug zogen, ein Caterpillar war nichts dagegen. Was ist? Sie lachen schon wieder? Doch es kam dieser Weltkrieg. Erster Weltkrieg. Wir traten aber nicht ein in den Krieg. Wir blieben neutral. Und während die anderen sich schon seit Monaten abschlachteten, gab es in Italien Zoff zwischen denen, die eintreten wollten, und denen, die das nicht wollten. Zoff natürlich nur im übertragenen Sinn. Oder besser gesagt, eine Angelegenheit bloß zwischen den paar Mächtigen und Intellektuellen, die Zeitung lasen und sich um Politik kümmerten, während die Mehrheit des Volkes einfach bloß hungerte. Wie auch immer, während die Sozialisten und die Linke gegen den Krieg waren und Frieden wollten, kamen plötzlich die radikalsten unter den revolutionären Syndikalisten daher, Rossini aus Amerika, De Ambris, Corridoni und Mussolini, und sagten, wir müssen intervenieren und auch in den Krieg eintreten, aber auf Seiten der Tripelallianz, Frankreich, Russland, England gegen Österreich und Deutschland, die aber doch unsere Verbündeten waren und mit denen wir jede Menge Abkommen hatten. Aber was wollen sie? Was bedeuten in Italien schon Worte wie Verbündeter oder Abkommen? Und da gerieten sie sich wieder mit den Reformisten in die Haare, die nicht eintreten wollten. Sozialismus bedeutet Frieden, wir verabscheuen den Krieg. Ach ja, gaben die anderen zurück, und warum sind dann die deutschen Sozialisten an der Seite des Kaisers in den Krieg gezogen, um ihre Sozialgesetze zu verteidigen, auf dem Rücken derer, die sie möglichst schnell abmurksen wollen? Kurz und gut, ein schlimmes Durcheinander als vorher. Anfangs war Großvater nicht so überzeugt vom Interventionismus seiner Freunde. Im Krieg kann man auch sterben, sagte er zu Großmutter. Aber Mussolini hatte es einmal so entschieden. Er hatte den Avanti verlassen müssen, weil er die gesamte Parteiführung gegen sich hatte, das ist die sozialistische Zeitung bekannt, und eine eigene Zeitung gegründet, Il Popolo d'Italia, die aber im Untertitel Sozialistische Tageszeitung hieß. Es war also nicht so, dass sie etwas anderes geworden wären. Sie waren nach wie vor Sozialisten, aber eben für die Intervention, und die Gründe dafür erklärten sie in der Zeitung. Ja, sie fuhren auch herum, um sie zu erklären, und er selbst, Mussolini, kam sogar zu uns. Oder genauer gesagt, er kam nach Adria, was 8 Kilometer entfernt ist, und mein Großvater fuhr mit seinen großen Söhnen hin. Sie hatten gedrängelt, gehen wir hin, Papa. Und er, warum habe ich Ihnen das bloß gesagt? Denn zurück aus dem Wirtshaus, wo neben dem Avanti nun auch Il Popolo d'Italia gelesen wurde, war ihm herausgerutscht, ach, er kommt nach Adria. Ja, also so geht's dahin. Das Buch möchte ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und ein Roman, der politisch ist, wenn man so will. Habt ihr irgendwelche Anmerkungen oder Fragen? Gilt auch für Sie. Vorhin haben wir auch aus Zeitgründen ein bisschen das Buch nicht besprechen können. Also auch da können wir das nachholen, wenn Fragen sind. Aber gibt es von euch beiden etwas? Ja, machst du was? Ich habe schon 1 oder 2 Fragen. Ja. Das eine, was mich... Also die literarisch interessante Frage können wir wahrscheinlich nicht klären, weil die literarisch interessante Frage für mich wäre, ob diese Erzählposition, also der Erzähler, den du ja nicht verraten wirst, ob das authentisch oder ob das, authentisch ist ein schlechtes Wort, aber ob das glaubwürdig ist, dass der das erzählt, was er erzählt und wie er es erzählt. Das wäre natürlich eine spannende Frage, aber das müssen wir, glaube ich, offen lassen, weil du das ja nicht sagen möchtest. Ich meine, was ich beim italienischen Faschismus im Vergleich zum Nationalsozialismus in Österreich und Deutschland immer interessant fand, ist so die Wirkung auf die Gegenwart, weil so der Umgang mit faschistischen Symbolen, faschistischer Literatur im öffentlichen Raum ein ganz anderer ist. Und deswegen würde mich interessieren, ob du weißt, wie die Rezeption eigentlich von dem Buch war, also ob das zu Diskussionen geführt hat, ob das kontrovers diskutiert wurde oder ob das in erster Linie gut angekommen ist. Und zweitens würde mich noch interessieren, mir scheint, also nach diesen Ausschnitten, die du gebracht hast und nach dem, was du erzählt hast, dass so faschistische Positionen im Buch vorkommen.
Also dass der Erzähler darüber berichtet, dass der das gesagt hat und jener das gesagt hat. Wie ist das eigentlich mit Antifaschisten? Also wenn man so die deutsche Literatur anschaut, spielen Antifaschisten immer eine große Rolle im National, also Feuchtwanger, Segers, was immer. Ist das da auch so oder kommen die gar nicht vor? Also die Geschichte des Buches und auch der Rezeption kenne ich nur von Rezensionen. Also ich bin auch kein Romanist oder kein Literaturwissenschaftler auch. Also das, was ich gelesen habe, ist, das Buch wurde tatsächlich in dieser Zeit der Erscheinung heftig diskutiert. Vor allem eben im Zusammenhang mit Berlusconi. Was ist Berlusconi, was macht er, kann dieses Buch irgendwas über ihn erklären oder nicht, das war eine Diskussion. Und er hat den größten italienischen Preis bekommen, tatsächlich den Literaturpreis. Und seine Position als politisch aktiver Mensch ist auch sehr umstritten. Und sein Großprojekt ist, also ich glaube, sein erster Roman war ja auch so einer, ein Versuch, einerseits so diese gemeinsame Geschichte der Linken und der Rechten in Italien, aber nicht nur wahrscheinlich, ein bisschen aufzudecken oder sichtbar zu machen und damit auch ein bisschen zur Versöhnung beizutragen. Also so dieser Bruder, Geschwister oder wie man es nennen mag, Krieg ist für ihn etwas, was man aufarbeiten muss, damit sowas nicht wieder vorkommt. So sehe ich das. Und natürlich aber ist es so, dass er, dadurch, dass er ein guter Autor ist, guter Schriftsteller ist, die Sache doch sehr kritisch angeht und natürlich ist es sehr faschismuskritisch. Aber der Erzähler, und das kann man schon sagen, ist ein Mitglied dieser Familie, dritte Generation, und aber hat eine besondere Geschichte. Ich sage auch nicht, was er heute ist oder so, also wer das erzählt. Weil wie gesagt, das ist wirklich im letzten Absatz oder so erst erfahrbar. Und der ist... ja, also der erinnert mich sehr an den Herrn Karl. Also das ist der Herr Karl eigentlich, der da redet so ein bisschen. Das ist eine faschistische Position und im Buch kommen die Sozialisten, die Gegner der Faschisten etc. auch vor. Und man hat das Gefühl, das ist so ein Mensch, der sehr aufpasst, was er sagt, damit er ja nicht in ein politisches Fettnäpfchen gerät, aber doch auch deutlich macht, wo er steht. Also so würde ich das sagen. Ich kenne natürlich auch die italienischen Verhältnisse nicht so gut, aber oft liest man, hört man, dass die christlich-sozialen Positionen dort doch eine gewisse Übernahme der faschistischen auch sozusagen in die heutige Zeit herübergerettet haben, sozusagen, könnte man sagen. Mich würde interessieren, oder vielleicht ist das banal, aber wie wichtig schätzt du das ein, dass es eine Bauernfamilie ist, aus deren Perspektive das erzählt wird, auch für den Faschismus in Italien, jetzt auch zum Beispiel im Vergleich jetzt auch zum Nationalsozialismus oder so und auch wo das spielt? Das weiß ich nicht. Klar. Nein, das ist schon sehr eindeutig, dass in Italien diese Frage, also nicht nur in Italien, das war ja die Hauptfrage, die sich auch die Bolschewiken beispielsweise in Russland gestellt haben. Trotzki war ein, wie soll man sagen, ein Bauernfresser, könnte man sagen, Stalin ein noch schlimmerer. Also sie haben irgendwie in ihrer Welt der Revolution einfach keinen Platz gesehen für die vor allem Großbauern. Und sie waren immer sehr skeptisch denen gegenüber und natürlich spielte im italienischen Faschismus diese ländliche, zum Teil könnte man vom Lumpenproletariat reden, zum Teil könnte man tatsächlich von Bauern reden, eine wichtige Rolle. Die bildeten den Kern der Liga, also am Land. Natürlich gab es in Italien auch große Industrieregionen und ein sehr starkes Proletariat, keine Frage, aber auch zum Teil große Agrargebiete, Agrarregionen und da spielten die sicher eine sehr wichtige Rolle. Was in Deutschland vielleicht ein bisschen anders war tatsächlich, aber auch nicht allzu viel vielleicht, ich weiß es nicht. In Deutschland hat sich die kulturelle Hegemonie unter Anführungszeichen ein bisschen anders gestaltet. Dort waren die Mythen andere, dort waren die ganzen
Anrufungen sozusagen etwas anders als in Italien. Es gibt natürlich so ein bisschen diese Tendenz, wir haben die alle wahrscheinlich, wenn wir uns ein bisschen mit dieser Geschichte befasst haben oder so, dass wir den italienischen Faschismus sympathischer finden als den Nationalsozialismus. Also das ist so ein Erfahrungswert, jetzt einmal sage ich, weil wir Italien so mögen und überhaupt so, also so italienische Verhältnisse und so. Und dort ist alles und so, ja. Also die deutschen Filme auch oder so diese ganzen Filme über die Deutschen sind so, immer so, es gibt sehr viele Schatten und so. So diese Parteitag und so Großinszenierungen, so Riefenstahlwelt quasi. In Italien, das ist so alles Folklore und so. Ja, hat vielleicht auch mit dem Realismus zu tun, also der in der Filmgeschichte eine Rolle gespielt hat, zum Beispiel in Italien, ja, die haben diese ein bisschen anders gezeigt, diese ganze. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich glaube nicht, dass in Italien, abgesehen jetzt davon, dass sie nicht unbedingt einen so starken Antisemitismus hatten, den sie teilweise sogar aus Deutschland importiert haben, so wie man es kennt und weiß, aber natürlich waren auch antisemitisch war ganz Europa, das muss man schon auch sagen. Also in der Zeit ging es in Frankreich das nicht viel anders zu. Aber jedenfalls war sonst Italien, glaube ich, um keinen Deut besser oder wie auch immer. Der Faschismus ist dort halt hat etwas länger gedauert, natürlich. Und die hatten auch mit den Kolonien und so weiter auch eine etwas andere Geschichte. Sie haben sich auch eben im Ersten Weltkrieg anders verhalten und so weiter. Diese Dinge haben sich eine Rolle gespielt. Dann noch einmal Antonio Pennacchi, Canale Mussolini, Pippa.